Ja, das war jetzt noch echt eilig beim Letzten. Aber es war auf jeden Fall so, dass wir dann diese Kurse belegt haben. Und dann bin ich 18 geworden. Und dann war ich endlich aus der Schulzeit raus. Also an dem Tag, wo ich 18 geworden bin, haben wir gefeiert wie noch nie in unserem Leben zuvor. Weil das einfach so eine Erleichterung war. Endlich 18, endlich diese Schulgeschichten hinter mir. Und ja, es war auch wirklich unfassbar. Oh, beruhigend. Oh, ich erinnere mich noch heute gerne an diesen Moment zurück. Es ist so erleichternd gewesen. Ja, auf jeden Fall war ich dann 18, hatte meine Schule ohne Abschluss verlassen. Ich wäre übrigens auch nur hätte auch nur einen Hauptschulabschluss gehabt, aber ich habe ihn nicht geschafft. Also habe den Abschluss nicht gemacht. Und ja, dann war ich 18. 18 und ich hatte immer Kopfschmerzen. Ich habe unglaublich unter dem Asperger gelitten. Unter den ganzen Folgen, die ich da so hatte, nämlich die Eindrücke, die ganzen Gerüche, die Geräusche, die allgemeine Soziale und alles. Und mir war dann einfach alles zu viel. Und dann war ich 18, 3 Tage. Und da habe ich dann zu meiner Mutter und auch zu Babette, die damals schon Teil meines Lebens war, wo ich froh bin. Die habe ich da dazwischen irgendwann schon kennengelernt, als ich 16 war. Aber ich habe 15 und dann haben wir meinen 16. miteinander verbracht. Aber ja, da habe ich zu den beiden gesagt, ich will nicht mehr. Nicht, dass ich nicht mehr leben will, sondern ich will nicht mehr raus. Ich will nicht mehr in diese Welt. Ich will einfach nichts mehr von den Leuten da draußen wissen. Ich will nichts mehr von gar nichts mehr. Ich will meine Ruhe haben. Ich will nicht mehr ständig mir Gedanken darüber machen müssen, was die Leute denken, was ich tun soll, was Anstand ist, was dies, was das. Und ich will nicht mehr diese ganzen Eindrücke. Ich bin dann wirklich da gesessen und hab gesagt, ich will nicht mehr. Ich war verzweifelt, ich war am Ende. Und ja. Und so haben wir dann einen Deal ausgemacht, also meine Mutter, Babette und ich, nämlich, dass ich zu Babette gehe jede Woche, aber dass ich sonst nicht raus muss. Erstmal. Und ja, so habe ich dann mein Leben verbracht, bis ich ungefähr 19 war. Und meine damals beste Freundin, die hat es auch mitgetragen, wenn man so will. Und ich habe dann erstmal mich ein ganzes Jahr ins Haus eingesperrt und bin nicht mehr raus, habe nichts gemacht und ich bin mir sicher, das war so mein FFJ, mein freies, faules Jahr. So habe ich es immer genannt. Und das Ding war, nach diesem Jahr war es dann aber schwer, wieder rauszugehen, weil den ersten Punkt zu finden war einfach nicht einfach. Und so habe ich mich dann nochmal ein Jahr eingesperrt. Und dann war ich dann auf jeden Fall schon. Ja, dann war ich glaube sogar schon 19. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Naja, egal. Es war auf jeden Fall um diesen Dreh herum. Und ja. Und dann, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber irgendwann habe ich mich dann entschieden, plötzlich, zu aller Überraschung, ich will wieder raus. Und dann bin ich dann einfach wieder rausgegangen. Und es war nicht einfach. Und es hat auch Ewigkeiten gebraucht und Training und alles, bis ich es dann geschafft habe, wieder einigermaßen rauszugehen, ohne dass es mich gleich weggeknallt hat. Aber ich habe es dann tatsächlich auch geschafft und habe dann wieder angefangen, regelmäßiger rauszugehen, richtig. Also nicht nur zu Babette, sondern auch in Läden oder ja, eben wieder anzufangen, ein etwas sozialeres Leben zu führen. Und ja. Dann, irgendwann, habe ich mich dann entschieden, vielleicht würde es mir einfacher fallen, rauszugehen, wenn ich einen Hund hätte. Das war die nächste Fehlentscheidung meines Lebens. Und so wollte ich unbedingt einen Shar-Pei haben, diese faltigen, wabbeligen Hündchen, weil die so süß sind. Und ja, und dann hat meine Schwester damals, weil es im Tierheim um die Gegend einen Shar-Pei gab, ist sie dann hingegangen und hat den angeguckt, aber der war wohl aggressiv gegenüber Häschen gewesen und das wäre jetzt nicht gegangen mit meinen Karnickeln, weil ich hatte damals schon Hasen. Und ja, und dann war das mit dem Shar-Pei dann. Sie wollte mir dann einen alten Hund empfehlen, aber den wollte ich dann nicht. Und dann habe ich weiter recherchiert im Internet.